liebe Freunde der Solartechnik, ja, hinter mir heute mal ein Jahrsolar 450 Watt Peak Solarmodul. Darüber will ich euch heute mal ein bisschen mehr erzählen. Letztens hatte ich ja auch mal einen 460er im Test. Dazu gab es auch einige Kommentare zwecks der Messung, dass das halt quasi eine Leerlaufmessung war. Vollkommen korrekt. Heute wollen wir es mal anders machen. Heute habe ich mir mal einen Victron Laderegler besorgt, ja. Und wir werden das Solarpanel mal hinter mir anschließen. Doch wenn die Verhältnisse heute nicht so optimal sind, sollten die Gegebenheiten reichen, um da mal ein paar Watt rauszuholen und rauszukitzeln und zu schauen, was kommt eigentlich dabei raus. Ja? Auch mal die Version mit einem direkten Einspeiseinverter. Marke sehr günstig aus China. Aber auch damit hat man mal ungefähr eine Hausnummer, in welche Richtung sich das hier so bewegt. Ja? Genau. Das Solarpanel ist eigentlich niegelnagel neu, ja, war noch nicht einmal in Betrieb, ist wirklich, glaube ich, sogar noch angeschlossen hinten oben. Wir können ja mal kurz. Ja, da haben wir nochmal. Da unten ist irgendwo, ach da, eine ganz kleine Info darüber, was da drin ist. Naja, lässt sich so gut wie fast gar nicht erkennen. Also lassen wir es einfach mal sein. Ich sage euch, ich blende euch die Informationen später unten in der Videobeschreibung mit ein. Ja. Ist jedenfalls ein mannsgroßes Panel, also über 2,10 Meter oder 2,10 Meter, 11, irgendwie sowas, glaube ich, war das. Und ein Meter. Ah, ja, ich sage, ich schaue gleich nochmal rein. Ja. Jedenfalls auch ein Meter, ein bisschen was breit. Ähnlich doch von den Abmaßen her wie vor das 460er Modul. Aber gut. Dazu später mehr. Ja, wie man sieht, da oben die Wolkendecke reißt so langsam auf. Aber zu unserem Test erstmal. Schwupp. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Weil, ich stehe auch dazu, ja, wir haben hier nämlich das Solarpanel mal angeschlossen an so einen kleinen Mini-Einspeise. Inverter, ja. Diese Version ist bestimmt dem einen oder anderen auch gut bekannt. Aber das Problem, es ist defekt. Es war anscheinend mal irgendwann in der Benutzung und wurde etwas überstrapaziert und hat dort den Hitzetod gefunden. Mensch, jetzt sehen wir so ein Stück weit Sonne hier. Ich werde ja bekloppt. Nee, aber deswegen werden wir gleich zum nächsten Test weiterspringen mit dem Victron Laderegler. Ja, da haben wir den kleinen Laderegler von Victron. Der kommt da jetzt ran, das ist der 75-15, ja, nichts Besonderes für 12 und 24 Volt Betrieb geeignet. Der Hersteller gibt hier auch eine Leistungsangabe vor ungefähr, ja. Ja, ist okay. Wie gesagt, passt. Ja, für den Versuch reicht das jetzt völlig aus und dann können wir auch mal in die App gleich mal reinschauen, wie es da genau aussieht. Und schon geht's weiter am Text. Also. Jetzt haben wir das Ganze mal ein bisschen ummontiert. Ja, hier so eine kleine, ja, so eine kleine 12-Volt-Batterie. Da der Laderegler am Solarpanel. Und dann können wir gleich mal einen Blick in die App reinwerfen. So ist nämlich gerade Stand der Dinge und wie ihr sehen könnt, ja, da ist die Sonne. Also ist gar nicht so schlecht, ja, so ein bisschen indirektes Sonnenlicht so durch die Wolken. Ja, man sieht es auch, wie es reflektiert auf dem Panel. Also es kommt anscheinend doch ganz gut was bei rum. Auch bei... So, nochmal ganz kurz Peripherieänderung, ja. Also irgendwie ist heute nicht der Elektrogott mit uns. Ja, ich musste hier wirklich nochmal meine LTO-Zelle ranhängen. Ja, die ist ja momentan nicht im Einsatz. Bitte nicht für den Versuchsaufbau mich steinigen. Ja, also es ist, es ist halt einfach etwas wild. Aber es funktioniert, weil diese kleine Säurebatterie da hinten hat nämlich keinen Bock mehr. Die ist nämlich ausgestiegen und defekt. Hier haben wir jetzt meine 40 Ampere LTO-Zelle. Die sollte erstmal für den Test ausreichen, hat eine vernünftige Grundspannung, also von daher blicken wir jetzt mal auf jeden Fall in die Victron App. So, liebe Freunde, da wären wir schon in meinem Victron Laderegler Number One. Ja, wie ihr seht, ihr braucht noch kurz einen Moment,
arbeitet im Hintergrund aber die Einheit schon mal ganz gut. Ah, seht ihr, ja, na, jawohl. Ne? Tatsächlich kommt jetzt auch die Sonne mal ganz kurz für einen Moment raus. Ui. Und wie ihr seht, ja, kommt da schon mal ein bisschen Bums um die Ecke. Ja, nee, also wie ihr seht, es tut sich was. Ja, die Spannung von der LTO-Zelle wird auch da quasi ordentlich geladen. Und ja, also ich switch noch mal ganz kurz. Ja, ich wollte euch noch mal ganz kurz mitnehmen und zeigen, wenn mal die Sonne rauskommt, dann macht dieses Panel auch richtig Betrieb. Ja, also hier 224 Watt. Ich werde mal versuchen, hier das noch minimal auszurichten, so ein bisschen. Ja, nochmal Richtung Sonne so ein bisschen. Naja, ändert sich jetzt nicht so viel. Aber ich würde sagen, das kann sich schon sehen lassen. Aber trotz dessen. Ja. Ja, nee, aber ist okay. 224 Watt hält er jetzt stabil. Verhältnismäßig, okay, jetzt bricht er wieder ein, weil die Sonne wieder weg ist. Also konntet ihr mal ganz kurz sehen, wie das aussieht, wenn so ein Panel hier mal ein bisschen Strom produziert. Ist allerdings komischerweise auch so ungefähr die Leistung, die mein Laderegler zu Hause, mein Einspeisenwerter zu Hause anzeigt, wenn das Panel mal ein bisschen Sonne kriegt. Also für ein 450 Watt Peak-Modul, ganz ehrlich, hätte ich so ein bisschen mehr erwartet. Ja, na gut, der Laderegler hier ist auch an der Schmerzgrenze, ne? Beziehungsweise eigentlich ja, 75/15. Na, trotz dessen völlig okay. Ja, die Leistung kommt rein, wie ihr seht. Ja, so viel erstmal dazu. Zur echten Leistungsausbeute über einen Laderegler. Ich werde auf jeden Fall die ganze Geschichte mit dem Inverter nochmal nachreichen und muss erstmal hier wieder das Panel wieder vernünftig hinstellen. Genau, dazu komme ich später nochmal drauf zurück. Das reiche ich euch nach, will ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Hat ja wieder super funktioniert. Sorry für diesen desaströsen Versuchsaufbau hier. Aber das ist halt bei mir leider immer spontan und entsteht halt so aus der Situation heraus. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem so ein paar Sachen ein bisschen näher bringen, was hier diese größeren Zellen angeht. Aber ich werde da nochmal nachbessern in Zukunft und werde nochmal mit vernünftiger Technik, die auch funktioniert, das nochmal zeigen. Trotzdem würde ich sagen, konnte man ja so ein bisschen herausgucken, wo schon mal jetzt, sag mal, der Frosch bei so diesem Wetter hier die Locken hat, und zwar nicht so doll. Ich würde trotz dessen nochmal mit der Amperezange nochmal eine Leiter auf Spannungsmessung machen, um zu gucken, was da jetzt bei rumkommt. Wa? Vielleicht sind wir ja da irgendwie.